Kräfte messen ohne Ende. Überall Elektronik, Leistungswerte, die du früher nur von absoluten Sportwagen kanntest. Das ist jetzt die neue Definition. Das Auto sagt einfach, ich fress dich auf. Finde, er sieht sehr gut aus. Es ist September, die Sonne scheint und wir sind in München an der Motorworld. Dann ist es mal wieder Zeit für die IAA, Internationale Automobilausstellung 2023. Mobility. Ja, Mobility, genau, korrekt, absolut. Wichtig. Warum, weshalb, sagen wir euch im Laufe des Tages, würde ich sagen, oder? Wir haben wie vor heute. Ja, denn ich glaube, wir werden viel unterwegs sein. Und das wird für ihn kein Spaß. Wir testen ihn mal. Was weiß er? Was hat er drauf? Es endet wieder böse für mich. Okay, super. Mann! Die IAA Mobility 2023 ist anders als alles andere, was wir kennen aus der Vergangenheit. Absolut. Früher war die IAA der Fixstern der Branche. Es war der Punkt, auf den alle teilweise jahrelang hingearbeitet haben. Jetzt ist alles neu und wie das alles funktioniert, schauen wir uns heute an. Wir haben die erste Expertin des Tages direkt dabei. Sarah Dünkel, Mitbetreiberin der Motorworld und natürlich Veranstalterin von vielen Veranstaltungen rund um die IAA. Genau. Ihr seid integraler Bestandteil. Wie hat die IAA dieses Jahr angefangen? Ihr habt ja richtig was veranstaltet hier am Sonntag. Ja, wir haben das Ganze auf jeden Fall gut starten lassen mit einem Motortreff, wo wir alle dazu aufgerufen haben, hier vorbeizuschauen, sich hier zu treffen, zu sammeln, und jeder war privat dazu aufgerufen, mit seinem eigenen Fahrzeug, seinem eigenen Schätzchen herzukommen, aber natürlich auch die ganzen Hersteller. Königsegg hatte eine Präsentation, dafür bieten wir auch die passende Plattform. Man merkt eine Sache natürlich, die Automobilgeschichte hat sich extremst gewandelt, einerseits hat sie sich auch angepasst. Wir müssen ja nicht immer negativ bleiben. Es ist früher so gewesen, klassisch IAA, die ganze Welt ist nach Frankfurt geflogen. Du musstest ein Jahr vorher die Hotels buchen, sonst warst du irgendwann mal in Mainz, Offenbach sogar. Was war das Ding? Es war voll. Aber jetzt hat sich die Idee, die Menschen oder die Generation hat sich verändert. Die wollen Erlebnis. Und deswegen siehst du es ja hier, es gibt die Messehallen, aber es gibt dann sowas wie hier, wo wieder alles so ausgestellt ist, was du anpacken kannst. Und dann kommt noch, dass die Hersteller eigentlich ihre Schmuckstücke, was Porsche dahingesetzt hat und so weiter, das werdet ihr gleich sehen, auf die Hotspots in München gesetzt haben. Und daran merkt man, dass da auch sich die Kunden verändert haben. Die Kunden möchten Auto plus Erlebnis. Absolut. Die IAA ist ja inzwischen die ganze Stadt. Die ganze Stadt ist IAA. Und du musst dir ein bisschen diese Messe erlaufen und erarbeiten. Also du musst dranbleiben. Absolut. Und jetzt würde ich sagen, wir wollen ein paar Emotionen sehen. So. Zeig uns doch mal ein paar Autos. Also. Also wir haben hier natürlich eine Neuheit, ein Paul V, ein Flugauto sozusagen. Mit dem Hast du schon man probiert? Noch nie damit geflogen selber tatsächlich. Das heißt, du fährst damit und dann kannst du damit auch fliegen, oder? Ja, du fährst damit, brauchst dann eine gewisse Startbahn sozusagen, um dann abzuheben. Das ist genau das Richtige für den Hamid, da kommt er schneller von Hamburg nach München. Ja, ist so. Bei mir rattert es wieder, wie komme ich von Hamburg nach München? Und Konstantin schaut sich den an, ja, Rockets, wie könnte ich den nennen? Hier Carbon, da Carbon. Ja, ist das eine geile Farbe. Sehr, sehr gewagt, weil außen Gold, Grün jetzt, wie man es bezeichnet, aber drin noch Braun dazu. Das ist gewagt. Es ist das Auto, was in den letzten 12 Monaten für die meiste Diskussion geführt hat. Und das kann immer nur eine Marke. Das ist immer BMW, weil die ihr Grill immer ändern vorne, ihre Niere. Und das finden jetzt viele hässlich. Was sagt ihr denn dazu? Ja, lass uns mal in Relation setzen, zum Beispiel zum X7. Ja. Klein und breit. Mhm. Dann X7 und verwandte Fahrzeuge, riesengroß, auch im Moment noch. Mhm. Und jetzt natürlich hier zum Beispiel M2. Wieder eigentlich klassisch, bisschen höher und ein bisschen moderner. Absolut. Ich finde es gut. Ich persönlich finde es auch viel besser. Da gab es ja die witzigsten Bilder im Netz, weißt du, da waren nur noch Grill und 4 Reifen. Ist das nicht ein Genuss? Das Auto wirkt so sportlich. Das Auto sagt einfach, ich fress dich auf. Was mich beeindruckt? Mille-Milliard-Zeiten, 300er, wie die Jungs geflogen sind. Machst du dir in die Hose. Ja. Der hatte als Serie schon 215 PS. Ja. Da hatte der Käfer 20, 25 PS. So, jetzt sind wir ja mal in der Runde hier die Älteren. Du bist ja groß geworden in einer Zeit, in der schon nicht mehr der Mercedes-Stern obendrauf war bei den meisten Modellen. Ja, stimmt. Jetzt kommt es ja gerade bei einem ein oder anderen Modell wieder. Bist du Fraktion Stern obendrauf oder bist du Fraktion flache Plakette? Stern oben rauf. Das erinnert mich immer, wenn mein Vater mich mit einem 124er abgeholt hat und ich immer diesen Stern gesehen habe. Das war für mich so, wow. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt verprügeln und alle werden reinschreiben, was, warum und so weiter. Neben meinem Folierungsfirma ist ein Vespa, also ein Vespa-Stützpunkt. Da habe ich mir echt überlegt, ob ich für die Stadt einfach so mir eine coole Vespa zusammenstelle. Und zwar habe ich eine ganz spezielle Idee. Ich möchte das Ding haben im Blue Pozzi von Ferrari und möchte die Chromteile in ganz Satin Gold haben. Jetzt wäre es ja cool, wenn wir mit den Dingern in die Innenstadt fahren dürfen. Da kriegen wir das Team aber nicht mit.
Und ich glaube, wir bewegen uns jetzt in Richtung Odeonsplatz, denn da haben die Hersteller ihre Displays und die schauen wir uns jetzt an. Also, wir sind heute jetzt hier unterwegs, IAA. Es ist was Neues dazu gekommen, was wir euch jetzt sofort zeigen können, bevor wir die Tour machen. Es ist da unten Mobility. Das gab es in Frankfurt noch nicht. In Frankfurt hieß es einfach IAA. Für ganz, ganz lange Zeit. Ja, genau. Und jetzt genau. Ist alles anders. Das erkennt ihr schon daran, dass wir hier nicht auf dem Messegelände stehen, offensichtlich, sondern auf dem Marienplatz. Marienplatz in München. Und jetzt ist unsere Aufgabe, die verschiedenen Stände der Hersteller zu finden. Wir haben da schon was gesehen. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt mal. Wir gehen einfach hin. So, oder? Auf geht's. Wieder ein Kilometer weiter, wir sind an der Feldherrnhalle angekommen, hier am Odeonsplatz. Ja. Und das ist eigentlich auch der Bereich, um den sich so alle großen Messestände jetzt angesiedelt haben. Und ihr könnt es hinter uns schon sehen. Hier geht's rein zu Mercedes und zur Cupra. Ja. Damit gibt's was, auf das du wirklich gespannt bist? Oh, ich bin echt bei Mercedes gespannt, was Mercedes jetzt on top setzt. Und vor allem, man merkt hier richtig, es ist Kräftemessen ohne Ende. Wahnsinn, wer ne? Wo ausstellt, wer wie ausstellt. Und schaut euch jetzt mal bitte an, was sie für eine Woche aufgebaut haben. So, da fangen wir mit dem ersten Fahrzeug an. Ein Tabascan. Hier, guck mal, dieses Metallic-Partikel und so weiter, das ist nicht schlecht, ja. Ich finde es etwas trendy mit diesem Kupferfarbenen. Ja, ne? Ja, ja. Weil man, ich glaube, dass das irgendwann auch mal weiterentwickelt werden muss. Aber es war natürlich für die letzten Jahre immer du weißt sofort, dass das Wiedererkennungsmerkmal. Genau. Ich finde, das ist so geil geklebt, ne? Ja, sehr geil. Oder? Diese Strömungen so. Und dann wird es verdünnt und dann wird es immer dicker, dicker, dicker. Das ist geil gemacht. Du machst jetzt drauf und ziehst dann ab, ne? Es sieht rein dreidimensional aus, oder? Mach die Farbe auch mal. Ja. Ne? Also leichte Farbveränderungen drin. Ist das poliert oder lackiert? Lackiert. Alter, das ist eine geile Farbe. Jetzt machen wir die Augen zu, auch wenn das jetzt nicht so ganz Seat ist. Aber es ist ja Seat. Und guck dir mal den Seat die bis zur allerersten Serie an und guck mal, wie sie sich entwickelt haben. Oder? Ist schon krass. Nein, ich finde die Entwicklung von Cupra als Marke insgesamt sehr, sehr konsequent. Der einzige Fall, der mir einfällt, der so konsequent ist, ist Polestar. Ah, okay. Ähnlich. Ja. Was denn von der Markenaufstellung? Ja. Und dann guck mal, was die hier für eine Show hinlegen. Ja, ja, und weißt du, was die hier mal kostet? Wahnsinn, ja. So, jetzt haben wir uns Cupra angeschaut. Unglaublich, was die für eine Entwicklung hingelegt haben. Unfassbar. Und wenn die ansatzweise das durchziehen, was die dort ausgestellt haben, ist die Marke in den nächsten Jahren sehr weit vorne. Jedes Auto ist wirklich in Szene gesetzt. Und ich sag mal, das ist eine Residenzhöfe direkt neben Mercedes-Benz. Unfassbar. Das kostet richtig Geld. Unglaublich. Ja, also ich sehe viele Cupra auf der Straße und muss immer sagen, dass auch mit diesem Kupferton, das ist ein bisschen trendy. Ja, es passt am Ende noch zur Basis mit Seat. Und ne? Es ist noch, obwohl VW hin und her, es ist halt auch noch ein bisschen individuell noch. Das darfst du auch nicht vergessen. Und das ist anders als alle anderen Konzerne. Absolut. Insofern absolut. Haben sich ein paar Leute wirklich Gedanken gemacht. Coole Autos. Mega. Coole Aber jetzt geht es weiter zu Mercedes. Super konsequent gemacht. Mercedes. Das können echt die gut gemacht. Schau mal oben, das Gerüst. Weißt du, was geil ist? Die haben es sogar dran geschrieben. Defining Class since 1886. Ja. Wird das der neue Mercedes-Claim? Glaube ich schon, ja. Das ist deren Prinzip. Die müssen sich immer wieder was Neues überlegen. Also heißt das Beste oder Nichts ist vorbei? Jetzt ist es Defining Class? Das Beste oder Nichts wird immer bleiben. Das war ja immer ganz klar, das Beste oder Nichts, sonst verlässt es nicht unser Produktionsraum. Aber das ist jetzt die neue Definition. Zurück aus der Mercedes-Sauna. Ja. Beeindruckendes Display. Ja. Top die Location ausgenutzt. Unglaublich. Und ihr seht es, wir stehen jetzt hier vor dem Vision EQXX, dem effizientesten Mercedes aller Zeiten. Mhm. Und zum Thema Effizienz hat natürlich Mercedes-Benz drinnen auch was aufgetischt, nämlich den Vision CLA. Ich glaube, wir können sagen, zweite bzw. dritte Generation Mercedes-Benz Elektroauto nach dem EQC und dem EQS. Und man sieht sofort eine Änderung. Es ist nicht mehr dieses Tropfförmige. Die kommen jetzt auch schon aerodynamisch, karossetechnisch. Kommen sie weiter, trotz Elektro. Ich finde, er sieht sehr gut aus. Das Auto sieht einfach gigantisch aus. 750 Kilometer Reichweite WLTP ist ein Wort. Ja. Ne? 15 Minuten Laden für 400 Kilometer. Natürlich am Mercedes-Benz-Schnellladesystem. Das ist das alte Problem der Ladeinfrastruktur. Aber auch da wird es besser. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ein Drivetrain, also ein Antriebsstrang, der nur 110 Kilogramm wiegt. Also nimmst du uns beide zusammen, ist schon vorbei. Es ist unfassbar. Und das im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor ist natürlich eine echte unglaublich. Ansage. Unglaublich. Zwei Dinge, die mir sofort aufgefallen sind an dem Auto, ist einmal das riesige Panorama. Ja, also und dann noch mit Sternen drin. Durchgezogen. Ne? Ich finde super spannend, wie das Thema technisch umgesetzt ist. Und das zweite Thema, was jetzt natürlich
Vision-Thema, also ein Konzeptthema bleiben wird, aber auch in den nächsten Jahren meiner Meinung nach an Bedeutung gewinnen wird, ist das Thema externe Displays. Also Lichter über die reine Funktions- und Sicherheitsbeleuchtung hinaus. Ja. Es ist unglaublich, wie weit die mit der Beleuchtung sind. Aber jetzt geht es weiter zu Porsche. So sieht's aus. Okay. Ich glaube, herzlich willkommen zum coolsten Standkonzept der IAA, oder? Mercedes war schon mega. Mercedes hat das richtig geil gemacht. Hier stehst du davor, hast geballte Power, Autogeschichte, Ikone als riesig. Ich glaube, so groß wirst du es nie wieder in deinem Leben sehen. Das ist schon cool. Es ist schon richtig geil gemacht, aber wir gehen jetzt auf Porsche Stand und dann schauen wir uns das mal an. Es ist kein Carbon oder GFK oder hier Gewichtssparen, da Gewichtssparen. Und hört euch das mal an. Das ist alles egal. Damals hat es nur geheißen Fahrspaß, so viel wie Power wie möglich und Sportlichkeit. Was sagst du hierzu? Das ist ein Porsche Classic Auto. Cedric, guck mal bitte. Soll ich da was zu sagen? Würde Brabus so ein Auto ausstellen? Auf der Messe? Ich würde so ein Auto nicht ausstellen. Nicht ausstellen, danke. Und jetzt gehen das wir weiter. Hast du mich, also, ne, hat er mich erwischt? Und dann hier auch noch mit den goldenen Schriftzug und so weiter. Mindestens 40, 50 Jahre alt. Du bist ja eh Fraktion 911er. Ja, ich bin Fraktion 911er, aber es gibt nur einen 911er, den ich fahren würde, den ich auch selber fahre. Und zwar? 964? Oh, Konstantin. 992? Ah, ja. Nächste Mittagessen auf dich. Also zwei Mittagessen. Nur eine Chance hast du noch. Ich weiß es nicht. Sag doch. Leasing Taycan. Nein! 911er wollten wir noch. Ich fahre einen 993. Ich brauche richtig hier fahren, sechs Gänge rühren, Licht an, Licht aus. Und wenn du Licht anlässt und die Tür aufmachst, fängt es an zu piepen. Ist doch geil. Ich finde, das ist so typisch Porsche. An was erinnert sich dein Design? An was kommt sofort wieder? Le Mans. Ja, aber sozusagen der erste. Also ich stehe davor und habe sofort ein Feeling von den 918er, von der Silhouette her. Aber ich sehe hier drastische Änderungen. Und das ist das, was Porsche drauf hat. Immer wieder ihre Linie treu zu bleiben, aber trotzdem was neu zu machen. Und deswegen finde ich das Auto extremst gelungen. Mega. Weiter geht's? Ja. Okay. Jetzt sind wir bei den chinesischen Herstellern. Die überrollen gerade den deutschen Markt, was Elektromobilität betrifft. Und jetzt sind wir bei einer der größten. BYD, absolut. Es gibt, ich glaube, dass in vielen Konzernen, besonders in Europa, schon Sorgenfalten auf den Stirn zu erkennen sind. In Sachen Elektromobilität sind die Chinesen die, die richtig Druck machen. Ja. Und einer der Player, die natürlich wirklich Gas geben. BYD, ne? Ja. Das heißt? Build your dream. Build your dream. Ich saß noch nie in einem BYD drin. Aber jetzt, bevor du reingehst, was erwartest du, wenn du chinesisches Auto hörst, relativ neue Marke? Ja. Bevor wir uns reinsetzen? Also, bevor ich mich reinsetze, ich erwarte erstmal einen riesen Bildschirm. Ich erwarte, dass mein Tacho relativ klein ist. Ich erwarte extrem viel Plastik. Okay. Aber ich erwarte auch, dass meine Sitze gut sind, dass es von Lederqualität her okay ist. Vom optischen her, von außen würde ich jetzt sagen, okay, es ist modern mit den LED-Leuchten hier außen. Und dann, wenn ich mir die Leuchten hier oben anschaue, da kommt so viel Copy-Paste. Also ist schon ein bisschen Tesla-like. Bisschen Tesla. Ja, genau. Für mich ein bisschen Seat. Ja, genau. Also es ist von allem was drin. Du erkennst eine Marke, aber du kannst nicht genau sagen, welche Marke du erkennst. Komm, wir setzen uns mal hinten rein. Einmal bitte zu McDonald's, McDrive, McCafe, ein Espresso und ein Americano. Also du hast hier hinten Platz ohne Ende. Mehr Platz als in einer E-Klasse. Auf jeden Fall, klar. Guck mal, ich bin 1,89 groß. Ja, Wahnsinn. Drin? Ich bin 1,75. Ja, mega. Das ist echt krass. Hashtag One. Ich finde, das passt auch. Erstmal sofort von dem Modellnamen her. Jeder sucht sich hier irgendeinen Namen raus und Hashtag One. Mehr geht nicht. Oder? Jetzt haben wir ja, glaube ich, sogar den nächsten auch schon dabei. Aber ich glaube, wir haben einen Experten, der uns das erklärt. Hallo, lieber Jan. Moin. Moin. Servus. Hallo, grüß dich. Hi. Es waren ja schon viele Events bei Smart die Woche durch. Ja, genau. Ich bin seit letzten Sonntag hier in München und habe das eine oder andere schon mit dem Smart gemacht. Ich sehe aber selber diesen Stand jetzt zum ersten Mal. Was habt ihr alles dabei? Wir haben hier unsere zwei Highlight-Exponate. Einmal den Smart Hashtag One Brabus in der Brabus-Version. Nein. Und nein. Wer hätte das gedacht? Nein. Brabus. Und aber auch das nächste Modell. Nagelneuen Smart Hashtag 3 in der Premium-Version. Da hatten wir vor zwei Tagen die Europa-Premiere. Yeah. Und jetzt ist er hier. Wie groß bist du nochmal, Konstantin? 1,89. Setz dich mal aber bitte hinten rein. So. 1,89. Und wir reden hier über den Smart. Und wenn einer jetzt
die Augen zumacht, jetzt einfach die Augen zumacht und an Smart denkt, hast du sofort die ersten Smart for Two, wo du zu zweit vorne sitzt, zu zweit schon teilweise sehr eng ist. Und Herr jetzt Mosadek, sitzt der Herr Buschmann einfach einmal nach drin. Düsseldorf, bitte. Jetzt sitzt er da drin und geht. Es ist alles entspannt. Sollen wir noch einen Test machen? Seid ihr bereit für noch einen Test? Konstantin, setz dich mal einmal in den Kofferraum rein. Ich will mal gucken, ob du da reinpasst. Nein, warte. Erst mal so. Aha. Das wird schon mal eng. 1,89. wird schon mal ein bisschen eng. Aber guck mal, jetzt kannst du die Dinger ja umklappen, ne? Wir können die umklappen. Ja, genau. Wir können auch einfach nach vorne fahren ein bisschen. Vielleicht würde es dann reichen. Ah, okay, verstehe. Test Nummer 2. Wir können nämlich hier beim Hashtag Walk. Ja, das wird noch ein bisschen eng. Ja, okay. Du hast noch 20 Jahre. Was hast du noch mal gemacht? Ich habe Kampfsport. Ne? Ja, aber was denn noch mal? Kibutu. Kibutu zählt für Kinderbodentouren. Lass mal vorne reinsitzen. Ja, komm. Boah. Hä? Klar, anderes Auto. Was hat das mit den? Also mich erinnert jetzt nichts mehr an den. Doch. Guck mal hier schon wieder Bravos. Ey. Unfassbar. Ey. Wie? Immer diese Jungs aus Bottrop, du. Für mich gibt es eine Formsprache, die schon typisch smart ist. Vieles am Lenkrad. Lenkrad bin ich bei dir. Die Radien und Formen hier zum Beispiel, Mittelkonsole, ja. Grundsätzliches Design vom Dashboard, finde ich. Hier auch zum Beispiel an Kopfstützen, diese Elemente. Ja, finde ich schon. Also vieles von der allgemeinen Formsprache ist typisch smart. Ja, finde ich gut. Aber natürlich ist es ein anderes Auto als der Ford. Auf jeden Fall. Wir haben den Hashtag 3 dabei, hier in der Premium-Version. Der hat nochmal 15 Kilometer mehr Reichweite als auf der anderen Seite der Hashtag 1 auf jeder Line. Was man natürlich sofort sehen, Hashtag 3 ist coupéiger, flacher, sportlicher. Genau. Ist auch nochmal ein bisschen schneller. Ich meine, wir haben vorhin über die Leistung geredet. Ja. Hashtag 1 bist du bei 3,9 Sekunden auf 100. Mhm. Hier sind wir bei 3,7 Sekunden auf 100. Ja, das also ist unglaublich. In der Brabus-Version. Ja. Aber innen ist er gleich, ne? Wie der Hashtag 1. Innen ist er relativ gleich. Wir haben aber zum Beispiel. Natürlich. Danke. Wir haben hier jetzt Die schönen Ledersitze. Ein anderes Interieur bei der Premium-Line in diesem braunen mit den gelben Ziernähten. Ja. Wir haben natürlich wieder eine exklusive Brabus-Interieur-Version. Darf ich mal hier Heckklappe Höhe? Ach so, kannst du einstellen, genau, wie hoch die Heckklappe. Du kannst einstellen, wenn du eine niedrige Tiefgarage hast zum Beispiel. Ah, das ist ja geil. Weißt du, was mich begeistert? Was, ja? Wenn du nimm mal so ein Auto in der Größe, jetzt spul mal bitte nur einmal im Kopf bis 2010 zurück. Ja, das große Displays in der Mittelkonsole, überall Elektronik, Leistungswerte, die du früher nur von absoluten Sportwagen kanntest. Also hier kommt jetzt das Thema E-Mobilität in der Realität an. Absolut. Und was mich total begeistert, ist, dass es mit dem, was die Emotionen ausmacht, das können wir über Sound, kann man natürlich lange Diskussion führen, aber mit dem Thema Lust auf sportliche Autos, Leistungswerte, hat das geht weiter. Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass am Ende, solange ein Mensch in diesem Auto sitzt, wird das auch nicht weggehen. Die Motorhaube, wie sieht der Motor aus? Da bin ich mal gespannt. Wow. Aufgeräumt. V12. 3000 Newton. Du hast für alles die klassische Brabus Motorhaube und Motor da drin. Oh, guck mal hier. Hier können wir sogar unseren Verbandskasten, ist das, ne? Oder? Genau. Oder du kannst das Ladekabel vorne reinlegen, gerade das für zum Laden zu Hause. Du kannst, wenn du angehalten wirst, sagen, dass einer die Batterie geklaut hat. Sehr geil, sehr geil. Was ich hier ziemlich cool finde, ist die Namenvergabe für euer Modell, Hashtag 3, das ist mega zeitgemäß. Was auch zeitgemäß ist, ist halt, wir uns jetzt auf den Weg machen zu Rimac, weil sonst schafft man das. Dankeschön. So, guck mal, wann haben wir angefangen? 12 Uhr war erste Station, ne? 12 Uhr und wir sind jetzt gleich 8. Es ist voll. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, wir sind bei der exklusivsten Elektrohersteller, den es zurzeit gibt. Da stehen wir jetzt. Rimac. Schnellstes Straßenzulassungs Automobil. Genau, aber dafür auch ungefähr 1,5 Millionen Euro. Ich bin, glaube sogar teurer. Sogar noch teurer. Warte mal ganz kurz. 2,2 Millionen Euro für ein Elektroauto. Das schnellste Auto, was jemals produziert worden ist. Dreh dich mal einmal um, Cedric. Jetzt läuft gleich ein Konzert hier. Also verzeiht uns, wenn hier irgendeiner reinredet. Aber wir müssen euch diese Marke näher bringen. Komm, lass uns rein. Hallo. Hi, moin. Hi. Hallo, servus. Ach, moin. Tolle Farbe. Alter. Ja, wunderschön. Vor allem unter diesem Licht. Absolut. Wow, metallic. Wir sind ja hier am Königsplatz. Das ist ja auch eine Königsplatz, Odeonsplatz waren wir heute schon. Ist ja sehr verteilt im Moment. Aber am Ende mussten wir das schnellste straßenzugelassene Auto der Welt natürlich im Video haben. Gib uns mal ein paar Werte. Kann ich nur zustimmen. Genau. Also, Rimac Nevada, rein elektrisches Hypercar.
1914 PS, 0 auf 1400 100. 1914 PS, genau. Ja. 0 auf 100 in 1,82 Sekunden. Also das schnellst beschleunigste Fahrzeug der Welt. 0 auf 300 in 9,2 Sekunden. Überleg mal, 0 auf genau, 300 in 9,2 Sekunden. Jetzt, wenn du dir so ein Auto vorstellst, finde ich, stellst du dir ja vor, riesige Spoiler, ja. Racing, ja. Extrem. Ja. Und wenn du dann in den Vera siehst, finde ich, ja. Ist der überraschend homogen. Zwei Sachen, die für mich wiederkommen. Es ist total Mode gerade, diese fast Gold-Saturn-Felgen. Mega cool. Oder ist dezent. Ist ja, ja trotzdem dezent, aber trotzdem Gold. Dezent. Kannst du sehr gut mit anderen Farben kombinieren. Das kannst du auch mit Rot kombinieren, kannst du mit Grau kombinieren. Eine sehr, sehr schöne Farbe, finde ich. Das ist auch geil. Also, das ist doch geil. Dürfen wir uns reinsetzen? Passt, ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gerne. So. Nimm gerne Platz. Erstmal, wenn du dir die Sitze anschaust, das ist auch limitiert auf 150 Autos. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, nur was natürlich sofort auffällt. Hier, ne? Carbon. Da siehst du, da werden so langsam wird der Preis sichtbar, wenn man aufmacht. Genau. Carbon Monocoque. Genau. Und das ist ja so für mich ganz wichtig, was ist mein erster Eindruck, wenn ich die Tür aufmache, wenn ich reingucke. Und ich sehe sofort Carbon pur. Und wie die Carbonverarbeitung ist, siehst du nicht immer auf gerade Flächen, weil das können viele. Carbonverarbeitung siehst du in den Kurven, in den Rundungen. Und wenn ich mich jetzt hier reinsetze und alleine nur hier diese Partie nehme, was Cedric am besten filmen kann, ich denke nur an Cedric heute, siehst du, guck mal, wie perfekt hier die Verarbeitung ist. Es ist nicht so leicht, die Rundungen hier. Und dann noch hier noch die Ecke und Kanten rein. Und das ist richtig genial gemacht. Auch hier, das ist hier mein Schaltpedal sozusagen. Ne? Und dann kann ich auch hier starten. Ich habe hier nichts. Das hier erinnert mich ein bisschen an den 90er, 80er, weißt du? Ein bisschen so dynamisch gehalten. Und hier ist alles sehr schnell bedienbar. Das ist ja bei so einem ultraschnelles Auto für mich sehr wichtig, dass ich hier nicht 10 Stunden was in mein Display suchen muss. Und zwar hier ganz schnell Fenster hoch, Fenster runter, Lift und was ich alles noch brauche. Das Entscheidende hast du aber drüber mit den beiden. Und das ist ein Bedienungskonzept, ja. Was ich noch nie gesehen habe. Mhm. Nämlich, dass du hier wirklich die verschiedenen Fahrmodi, Cruise, Sport, Track, ja. Drift unterstützt, komplett geil. Unterstützt vom Auto. Ja. Das ist ja Torque Vectoring, also vier Räder, alle angetrieben. Und das Auto unterstützt dich, wenn du einmal es in den Drift gelenkt hast, hält das Auto sich selber im Drift, bis du als Fahrer bewusst raus willst. Mhm. Und wenn du dann beispielsweise im Track-Modus bist, hast du offensichtlich 100% vorn und hinten. Der zweite Knopf ist dazu da die Verteilung. Das heißt, du kannst selbstständig wählen, willst du ein Hinterrad angetriebenes Auto? Krass. Oder willst du zum Beispiel ein Allradauto und gehen wir mal beispielsweise in den Cruise-Modus und kannst dann hier die Ratio verstellen. Krass. Das ist natürlich im Verhältnis zu einem Verbrenner eine echte Sensation. Das ist absolut so, ja. Also von innen top, absolut top. Und dann können wir an der Wand sehen, was für Farben noch möglich sind. Das ist krass. Hier außen zeigt, guck mal, das finde ich cool, Hamid. Hier außen zeigt er den Ladezustand. Ah, geil. Geil. Finde ich cool. Du schließt auf, gehst aufs Auto zu, siehst sofort das volle. Ja, genau. Wie bei einer Powerbank. Ja, klar, ist so. Ist so. Es ist einfach mega cool. Und mein Heckdiffusor auch noch in Carbon. Das ist dieser Highlight. Und wenn ich mir doch hier die Farben anschaue, guckt euch das mal. Wir haben ja noch über Grün gesprochen heute. Und das ist Carbon-Grün. Alter, jetzt haben wir ein Challenge. Wir haben hier die Farbpaletten. Und jetzt haben wir exakt, Konstantin und ich, 10 Sekunden Zeit, unsere Farbe. Wie würdest du den Riemanns in welche Farbe bestellen? Okay, warte, lass einfach so. 3, 2, 1. Oh Gott. So. Das ist aber nicht so ein Stitching, was ich will. Carbon. So, Interior haben wir nicht. Ich bin fertig. Okay, du hast schon mal verloren, weil dein Auto schon mal keine Bremsen hat. Mein Auto hat Bremssattel rot. Dann würde ich innen die Applikate nehmen hier, mit schön rot auch. Dann habe ich meine Bremssattel wieder. Ich würde mich für Babyblau entscheiden und meine Carbon-Elemente würde ich in Carbon matt nehmen. So, ich mache etwas gedacht. Schwarz. Oh. Wobei ich immer mehr auf farbige Autos stehe, aber am Ende ist das, glaube ich, genetisch. Ja. Ich würde aber dazu nehmen, blaues Carbon, auch in matt und Bremssattel schwarz. 9 Stunden IAA, wir sind hier unterwegs, seit 10 Uhr heute Morgen sind wir unterwegs, das haben wir 7:45 Hamid. Also 9 Stunden IAA mit Konstantin, 9 Stunden IAA bedeutet 18 Stunden IAA, aber positiv gemeint. Wir haben viel diskutiert, wir haben viel philosophiert, wir haben Autos gesehen, mit denen ich mich niemals vorher beschäftigt hätte. Byte. Ich kannte kein Byte. Und dann Bild,
Your Dreams. Keine Ahnung. Ich kannte die Autos nicht. Smart, Hashtag One, Hashtag 3. Alles überhaupt nicht mein Bereich. Aber da hast du mir super weitergeholfen. Mega geile Stories. Und jetzt sind wir hier. Das ist die Zukunft. Das ist das Auto. Wenn sich Elektromobilität durchsetzt im Hypercar-Bereich, kommst du an der Marke hier nicht mehr vorbei. Und hängt natürlich auch mit Rimac. Ist natürlich jetzt mit Bugatti verbunden. Mit Bugatti verbunden. Ganz, klar. Ganz spannender möglicher Technologietransfer in Absolut. Den nächsten Jahren fürs Luxussegment. Absolut. Lass uns mal ein Fazit ziehen. Ja, ist ganz anders. Ja. Das ist eine völlig neue Erfahrung. Du kannst nicht in ein Messegelände laufen Nein. und sagen, ich schaue mir heute drei Hallen an, vier Nein. Hallen an. Nein. Und das war's dann. Du musst mehr unterwegs sein. So, und das ist die neue Generation Automobil. Viel Neues. Absolut. Viel Elektromobilität, viele alternative Mobilitätsformen. Du siehst unglaublich viele Fahrräder, du siehst unglaublich viele E-Scooter Absolut. In der Stadt unterwegs. Es ist Absolut. Voll ohne Ende Absolut. An allen Locations. Die Displays sind cool. Absolut, ich glaube, unser beider favorisierter Stand, Porsche. Porsche, definitiv. Toller Messestand in Form eines 911er. Und ab dem Oldtimer die Markenhistorie ganz vorne hingestellt. Absolut. Toll gespielt. Das heißt, die Hersteller haben Gas gegeben. Es lohnt sich, hier hinzukommen. Definitiv, auf jeden Fall. Egal was, wer Autos liebt, ist hier richtig. Hier fehlt zwar ein bisschen die Emotion, aber die Emotion kriegst du jetzt nicht mehr hinten als Sound raus, du kriegst es als Beschleunigung raus. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Konstantin, danke, Hannes. Hat wie immer Spaß gemacht. Absolut. Wir ziehen jetzt los, oder? Sagt uns in den Kommentaren, was euer Lieblingsauto aus dem Beitrag war, Stimmt. welche Marke ihr am coolsten Stimmt. fandet. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Auf unseren beiden Kanälen oder in der nächsten Folge haben wir, du Konstantin, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen was im Petto. Ciao. Ciao, ihr Lieben.